Wir haben jetzt hier angefangen mit den Deichtorhallen und sind jetzt auf dem Weg zum Bucerius Kunstforum. Und später wollen wir noch ins Museum für Kunst und Gewerbe. Und weiter haben wir noch nicht geplant. Ja, wir treffen noch ein paar Leute, von denen sich jeder so ein bisschen was gedacht hat. Deswegen erscheinen wir eigentlich eher spontan. Vielleicht auch da, wo die Schlange am kürzesten ist. Bei der Rundenplanung sind wir eigentlich gerade erst so, nachdem die Auswahl ja doch recht groß ist. Ja, und wir lassen es da so mal ein bisschen auf uns zukommen und hoffen, dass so von den Geografischen so halbwegs hinzubekommen. Wir wollten mit dem Boot hierher fahren, das war schon voll. Damit fahren wir nach Hause. Wir möchten auf jeden Fall also das Komponistenviertel jetzt machen. Jetzt geht es weiter zum Altona-Museum. Da wollen wir uns 2-3 Sachen angucken, die da heute Abend stattfinden. Und danach auf jeden Fall noch zum Polizeimuseum. Da soll dann unser Abschluss stattfinden. Erstmal zu den UKI und dann als viele Museen als möglich zu besuchen. Also keine bestimmte Route, aber das ist der Plan. Im Museum für Kunst und Gewerbe ist so eine Polaroid-Ausstellung und da ist eine Führung um 9:45, die wollen wir uns auf jeden Fall angucken. Und deswegen haben wir versucht, uns so ein bisschen den Plan um diese Führung zu legen. Über so eine Führung über Hamburger Straßennamen freue ich mich besonders, ja. Das finde ich nämlich ganz cool. Für mich war das Highlight eigentlich in der Deichtorhalle, weil ich Fotografie ganz toll finde. Und da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut, deshalb sind wir auch direkt hier am Anfang hingekommen. Auf der UKI. Ich interessiere mich für Medizin, deswegen, jo. Also ich habe tatsächlich super Lust auf die Gute Aussichten-Ausstellung, weil ich da schon etwas länger hin möchte und das irgendwie nie geschafft habe. Genau. Und auf die Ausstellung zum Nahostkonflikt im Kunstverein, darauf freue ich mich eigentlich auch. Tipps für die Ausdauer? Oh Gott. Wir brauchen Zucker. Ja, wir haben hier Dextro Energy die ganze Zeit dabei. Genau. Bequemes Schuhwerk und zwischendrin hier mal die ganzen kulinarischen Angebote testen, würde ich sagen. Ja, erstmal müssen wir jetzt noch was essen. Im letzten Boot müssen wir unten am Jungfernstieg sein, weil wir wollen unbedingt mit dem Alsterdampfer zurückfahren bei Nacht und alles, was wir dann erlebt haben, nochmal Revue passieren lassen.